Ja. Ja. Diese Geschichte, die deine Mutter über meine verbreitet, Macy, ist nicht nur absolut lächerlich, sie ist auch demütigend für uns. Thorn, glaub mir, ich habe genauso wie du reagiert. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Was führt Sally eigentlich im Schilde? Meine Mutter soll im Hinterhof von Spectra die Mülltonnen durchwühlt haben? Ich weiß, Schatz, aber wenn ich mir anhöre, was meine Mutter sagt... Was? Wenn du hörst, was deine Mutter sagt, was ist dann? Es hört sich an, als ob sie glaubt, was sie sagt. Du willst mich wohl zum Narren halten. Thorn, sie ist wirklich absolut überzeugt davon. Sie ist davon überzeugt. Macy, deine Mutter führt eindeutig etwas im Schilde und wenn wir nicht herausfinden, was es ist, dann werden wir ernsthafte Familienprobleme bekommen. Und ich meine damit wirklich ernsthafte Probleme. Darling, warum sollte ich so eine Geschichte erfinden? Ich weiß nicht. Wieso tust du's? Aber das tue ich doch nicht. Darling, diese Frau war Stephanie Forrester wie aus dem Gesicht geschnitten. Das heißt doch noch lange nicht, dass sie's wirklich war. Sie stand direkt vor mir. Ich habe dieser Frau in die Augen gesehen. Niemand hat Augen wie Stephanie. Und wieso hat sie dich dann nicht erkannt? Das ist eine gute Frage. Wieso hat sie mich nicht erkannt? Wieso? Weil es nicht Stephanie war. Sie kann es nicht gewesen sein. Hör zu, Schatz, ich selbst habe auch große Schwierigkeiten, das zu glauben. Aber Tatsache bleibt, ich war da. Ich habe mit dieser Frau gesprochen. Ich habe sie gesehen. Ich habe ihr in die Augen gesehen. Ich versuche ja, mir einzureden, dass es nicht wahr ist, weil es unwahrscheinlich ist. Stephanie Forrester, eine Obdachlose, die Lumpen sammelt, das ergibt einfach keinen Sinn. Aber wie kann ich denn leugnen, was ich ganz deutlich mit eigenen Augen gesehen habe? Wie kann ich das leugnen? Also gut, Sally. Nehmen wir an, du hast recht. Was willst du unternehmen? Tja, und wie wird es weitergehen, Jake? Naja, es klingt vielleicht etwas klischeehaft, wenn ich sage, alles ist denkbar. Naja, klischeehaft ist es, wenn alle das Gleiche sagen. Und ich kenne niemanden, der so etwas sagt. Naja, jedenfalls fühle ich mich so. Früher hast du dich ganz anders gefühlt. Ja, wie konntest du es mit so einem Kerl nur aushalten? Mir war klar, dass du nicht wirklich so bist. Du konntest nicht wissen, dass ich mich ändere. Das war unmöglich. Doch, ich wusste es. Zwar nicht wie und wann, aber dass es passieren würde, war mir klar. Ich kann nicht sagen, was noch alles geschehen wird. Hast du Angst davor? Ich fürchte mich vor nichts mehr. Was ist mit dir? Mit mir? Ich habe auch keine Angst. Du dich bitte beruhigen. Du bauschst diese Sache nur auf. Nein, ich bausche überhaupt nichts auf. Mein Bruder und ich haben alles getan, um Stephanie zu finden. Wir haben sogar mit der Polizei gesprochen. Und deine Mutter stolziert draußen herum und erzählt Gott und der Welt, sie hätte meine Mutter angezogen, wie eine Pennerin in den Mülltonnen herumwühlen sehen. Das ist eine Lüge und ich will, dass sie sofort damit aufhört, kapiert? Thorn, ob du es glaubst oder nicht, ich weiß, dass meine Mutter nicht lügt. Zumindest nicht oft, also... Ich habe mit ihr gesprochen und ich bin davon überzeugt, dass sie wirklich glaubt, Stephanie gesehen zu haben. Was denn? Was soll das? Willst du damit sagen, du fängst an dieses Märchen zu glauben? Du auch? Thorn, ich bitte dich. Sally stand dieser Frau unmittelbar gegenüber. Sie war nicht etwa auf der anderen Straßenseite oder am anderen Ende des Zimmers. Sie standen sich gegenüber. Natürlich kann sich meine Mutter auch geirrt haben. Aber du musst doch zugeben, etwas ist daran überzeugend. Und zwar, dass Sally sie ganz aus der Nähe sah. Thorn, sie haben sich miteinander unterhalten. Und meine Mutter ist fest davon überzeugt, dass diese Frau Stephanie war. Und ich bin mir absolut sicher, dass sich meine Mutter nicht getäuscht hat. Es sei denn, Sally Spectra versucht uns absichtlich in die Irre zu führen. Ha. Was? Wieso sollte sie uns in die Irre führen wollen? Ich weiß nicht, wieso, Macy. Wieso hat sie es früher getan? Ah, na schön, okay.
Wir sind wieder beim Thema. Und was für eine Erklärung hast du? Willst du etwa behaupten, meine Mutter lebt als Pennerin auf der Straße zusammen mit anderen Obdachlosen? Oh, ich bitte dich. Hältst du es nicht für viel wahrscheinlicher, dass Sally lügt? Also, Macy, was denkst du? Okay, schon gut. Glaub doch, was du gerne glauben willst, Thorn. Aber ich glaube meiner Mutter. Sie würde mich nie anlügen, da bin ich sicher. Niemals. Toll. Du stehst auf ihrer Seite. Was kann ich schon dagegen machen? Ich bin ja nur dein Ehemann. Oh. Ja, genau, das ist die Frage. Du hast recht, Darling. Was soll ich unternehmen? Ich kann es dir sagen. Überhaupt nichts. Tut mir leid, aber das kommt nicht in Frage. Du kriegst höllische Schwierigkeiten und im Augenblick ist es das Letzte, was wir brauchen können. Und wenn ich recht habe? Was ist, wenn ich recht habe? Wenn es wirklich Stephanie war? Oh Gott, diese Vorstellung. Ich muss sie einfach finden. Wie willst du das anstellen? Ich werde meine Augen offen halten. Ich werde sie suchen. Und wo willst du damit anfangen? Wo sich solche Leute aufhalten, wo sie leben, wo sonst? Skid Row. Und Baby, falls ich Stephanie Forrester wirklich bei diesen Leuten finde, weißt du, was das für uns bedeuten würde? Die Familie Forrester muss uns ewig dankbar sein. Sie wird für immer in unserer Schuld stehen. Die Publicity wäre auch nicht schlecht. Ich muss sie einfach finden. Falls sie da draußen rumirrt, und davon bin ich überzeugt, dann werde ich sie finden. Koste es, was es wolle.